So, es geht weiter. Masken Teil 2. Das Bild hatte ich ja eben im ersten Teil schon bearbeitet. Sie haben hier diese Farb- und Sättigungsebene und die Tonwertkorrektur über einem relativ flauen Bild. Die Tonwertkorrektur hatte den Kontrast erhöht und die Farb- und Sättigungsebene hatte dann so eine etwas dramatische Farbigkeit da reingebracht, was jetzt eigentlich eher so zu Demonstrationszwecken geschehen ist. Ich hatte dann eine Verlaufsmaske angelegt, beziehungsweise in der vorhandenen weißen Maske, also unwirksamen Maske, einen Schwarz-Weiß-Verlauf angelegt, der dann eine Überblendung der Normalsituation hin in diese extreme Farbigkeit gebracht hat. Mit Alt auf die Maskenminiatur geklickt, kann man diesen Verlauf auch angucken, so sieht er aus. Und nochmal drauf geklickt, ist er wieder insofern unsichtbar, man sieht aber seine Wirkung, ihre Wirkung meine ich, die Wirkung der Maske im Bild. So, jetzt fülle ich diese Maske mal eben mit Weiß. Ich möchte jetzt was anderes machen. Ich möchte jetzt sozusagen nur den Himmel in dieser extremen Farbigkeit haben. Und dazu benutze ich ein Auswahlwerkzeug zuerst einmal. Ich muss also diesen Himmel irgendwie ausschneiden, wenn man so will, oder auswählen. Und dann kann ich mit dieser Auswahl was machen. Ich kann das eigentlich auch jetzt schon machen. Ich will nur zu Demonstrationszwecken Ihnen nochmal zeigen, wie Sie eine Maske jetzt komplett mit Weiß füllen. Wichtig ist immer, dass Sie wissen, was Sie gerade bearbeiten. Also Sie haben die Ebenenpalette, da kann man auswählen, in welcher Ebene man arbeitet. Und in den Ebenen kann man in der Regel dann auch nochmal auswählen, ob man das Bild selber oder entsprechend oder eine eventuelle Maske bearbeitet. Hier haben wir jetzt keine Maske. Hier ist es wiederum so, hier kann man eigentlich nur die Maske bearbeiten, weil die Tonwertkorrekturen oder die Korrekturtools selber können natürlich nicht malerisch bearbeitet werden, sondern nur mit ihren Reglern da oben. Ja, so hier, diese ganzen Dinger. Aber trotzdem, ja, achten Sie immer darauf, vorher, bevor Sie loslegen, Sie sollten sich klar sein, ich will jetzt in dieser Maske arbeiten. Also muss ich die vorher angeklickt haben, also muss die diesen Rand haben und so weiter. Jetzt gibt es hier einen Befehl, der heißt Bearbeiten. Das ist eigentlich auch ein Malwerkzeug, wenn auch ein sehr, sagen wir mal, schlichtes Fläche füllen. Und jetzt würde sozusagen die ganze Fläche dieser Maske in diesem Fall mit Weiß gefüllt. Ich könnte auch Schwarz auswählen und Grau und so weiter, aber ich will jetzt Weiß nehmen. Okay, so. Jetzt ist die Maske wieder weiß, das heißt unwirksam und ich kann jetzt sozusagen frisch loslegen und sagen, ich hätte jetzt gerne nur einen Teil dieses ganzen Bildes bearbeitet. Ich kann sie übrigens auch schwarz füllen. Nur mal so, damit wir das hier alles mal so ein bisschen austesten. Und logischerweise wird dann die Farbigkeit dieser Farb- und Sättigungsebene, die die also erzeugt, komplett ausgeblendet. Ja, das könnte ich jetzt auch machen. Also eigentlich ist es wurscht. Ich mache es trotzdem nochmal rückgängig, weil ich jetzt dabei mal bleiben will. Und jetzt nehme ich hier mein Polygon-Lasso, weil das bietet sich in diesem Fall an. Ich habe jetzt auch keine Lust, das besonders genau zu machen, sondern ich mache das jetzt einfach nur ganz grob und holzschnittmäßig, weil detaillierte Auswahlen zu erstellen ist jetzt nicht Thema dieses Videos, sonst wären wir überhaupt nicht fertig. Überhaupt können wir ja über Photoshop stundenlang reden. So und so und so. Da ist noch so einer und da. Kann man jetzt nicht so gut sehen. Ich muss mich einfach vorstellen, dass ich sozusagen jetzt versucht habe, mit dem Polygon das so diese Fläche hier abzufahren. So, jetzt habe ich hier eine Auswahl getroffen. Diese schwebende Auswahl heißt deswegen schwebend, weil sie über allem schwebt. Die Frage, was ich mit dieser Auswahl mache, die entscheidet sich jetzt wieder in der Ebenenpalette. Das heißt, was jetzt genau in dieser Auswahl passiert, müssen Sie vorher überlegen. Also Sie können jetzt zum Beispiel das Bild an dieser Stelle mit irgendeiner Farbe füllen oder das Bild an dieser Stelle mit einem Filter bearbeiten. Die Auswahl würde dann die Filterwirkung auf diesen Bereich hier begrenzen. Aber nein, Sie wollen ja in der Maske etwas tun. So, jetzt hätten wir gerne, dass der Himmel so farbig bleibt und der Rest nicht mehr so krass farbig ist. Wenn ich jetzt also diese Auswahl des Himmels hier erzeugt habe, dann würde das bedeuten, dass ich den Himmel ja an dieser Stelle, Entschuldigung, das Bild an dieser Stelle mit Weiß füllen müsste in der Maske. Jetzt ist die Maske aber schon weiß und ich muss also im Gegenteil alles andere mit Schwarz füllen. Ja? Jetzt habe ich aber trotzdem den Himmel ausgewählt, weil um den geht es mir. Und wenn ich jetzt aber den Rest mit Schwarz füllen will, dann gibt es einen Trick. Ich kann die Auswahl umkehren. Steuerung Shift-I. Und jetzt ist alles andere ausgewählt. Das können Sie vielleicht nicht so gut sehen im Video, aber ist so. Ja? Und jetzt können Sie sozusagen alles andere, was jetzt in der Maske ja auch noch weiß ist, können Sie jetzt mit Schwarz füllen, bearbeiten, Fläche füllen und Schwarz. Siehe da, jetzt ist nur noch der Himmel so blau. Okay, Sie können auch gleich in der Maske sehen, dass es funktioniert hat. Wir haben ja so die Maskenminiatur. Da können Sie sehen, dass es auch funktioniert hat. Okay, so, jetzt gibt es noch mehr, was ich tun kann. Ich habe jetzt meine Auswahl immer noch da. Sie sehen diese Ameisen immer noch über den Monitor geistern und ich kann jetzt noch mehr machen. Ich habe jetzt hier also die Maske.
Und jetzt möchte ich gerne in dem Bereich, wo das Ganze weiß ist, das heißt, wo ich also die krasse Farbigkeit von diesem Himmel sehe, möchte ich auch noch gerne einen Verlauf haben. Das heißt, ich möchte, dass es erst da oben richtig quietscheblau wird und hier unten noch nicht. Also möchte ich gerne einen Schwarz-Weiß-Verlauf in dieser Fläche haben, aber nur in der Fläche, nicht überall sonst, weil da überall sonst soll es ja schwarz sein, weil da will ich den Effekt überhaupt nicht haben. Also ich nutze das aus, dass ich diese Ameisenauswahl noch habe. Ich stülpe die wieder um, Shift-Steuerung-I. Da man das oft macht, lohnt es sich, sich den Tastenbefehl zu merken. Und jetzt nehme ich bin immer noch in der Maske, ganz wichtig. Ich habe immer noch meine Auswahl, die jetzt auch wieder die richtige ist für den Himmel. Ich nehme jetzt wieder das Verlaufswerkzeug, schwarz zu weiß, umkehren ist nicht angeklickt. Jetzt zeichne ich eine Linie von hier unten, also vom unteren Rand meines Himmels bis da oben, weil ich möchte, dass ja, wie gesagt, da oben weiß ist. Das heißt, oben soll sozusagen dieses extreme Blau zu sehen sein und unten eben nicht. Jetzt klicke ich also dahin. Wenn man die Shift-Taste drückt beim Zeichnen dieser, upsala, das hasse ich immer so, dieser Verlaufslinie, dann geht die zum Beispiel in diesem Fall senkrecht. Und jetzt sieht man schon, wie dieser Effekt tatsächlich erst da oben so richtig stark ist. Okay. So, nehmen wir mal an, ich möchte diese Auswahl gleich noch öfters benutzen. Nehmen wir mal an, ich habe hier also wesentlich genauer gearbeitet, das hat durchaus gedauert und ich möchte ganz gerne diese Auswahl nicht einfach verlieren. Ja, Sie sehen ja jetzt schon, dass ich nicht einfach diesen Weißbereich wieder reproduzieren kann, weil da ja schon dieser Verlauf drin sitzt. Also was gibt es für eine Möglichkeit bei Auswahlen? Das hängt ja alles irgendwie zusammen, Auswahlen, Masken etc. Ich kann diese Auswahl speichern im Auswahlmenü logischerweise, kann ihr einen Namen geben, wie zum Beispiel Himmel. Und dann wird die Auswahl gespeichert. Wo die jetzt gespeichert wird, ist erstmal egal. Wenn ich jetzt meine Ameisen abklicke mit Steuerung D, so auch so ein Klassiker, dann kann ich jetzt mein Werk hier bewundern. Ich kann mit Steuerung Minus das auch mal kleiner machen und mir überlegen, ob es das eigentlich ist, was ich haben wollte oder nicht. Nehmen wir mal an, ich hätte es jetzt genau gern andersrum, dass es da oben nicht so blau ist, aber da unten. Dann könnte ich jetzt versuchen, diese Auswahl aus der Maske zu reproduzieren. Sie können eine Auswahl sozusagen aus einer Maske sofort generieren, indem Sie mit gedrückter Steuerungstaste da draufklicken. Da sehen Sie auch schon so ein kleines Rechteck. Naja, man kann es wahrscheinlich nicht wirklich gut sehen im Video. Steuerungstaste drücken oder Command-Taste beim Apple und dann da draufklicken. Und dann würde Photoshop sozusagen die Auswahl, die hier sich in Form dieses Schwarz-Weiß- oder Graustufenbildes darstellt, hier sofort als Ameisenauswahl hinbringen. Da es sich aber hier um einen Verlauf handelt, ist die Sache höchst unglücklich. Ja? Und jetzt freue ich mich sozusagen, ich mache das mal wieder weg, Steuerung D, dass ich diese Auswahl gespeichert habe, weil ich jetzt sozusagen nochmal einen Versuch starten will, in diesem ganzen Bereich diesen Verlauf umzukehren, weil irgendwie gefällt mir das so nicht. Also, der Befehl entsprechende heißt Auswahl laden. Logischerweise, ich habe gerade eine gespeichert, jetzt darf ich eine laden. Und da gibt es jetzt die Frage, wie heißt die überhaupt, die Auswahl, und wo war sie? Das Dokument ist also das Dokument logischerweise. Und die Auswahl ist als Kanal gespeichert worden, und zwar als Himmel. Ja, das war der Name, den ich ihm gegeben hatte. Den Rest brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Sie sehen, dass jetzt Ihre Ameisen wieder da sind. Und jetzt können Sie sozusagen in der Maske, die umrandet sein muss, den gleichen Farbverlauf, schwarz-weiß, mal von oben nach unten ausprobieren. Ja, so. Sie können das Ganze auch, wenn Ihnen das zu krass ist, den Verlauf etwas darüber hinausziehen. Dann wäre also weiß erst da unten unterhalb dieser Auswahl. Das heißt, es würde gar nicht weiß innerhalb dieses sichtbaren Bereiches erreicht. Das heißt, die maximale Sichtbarkeit dieser Korrekturebene würde auch gar nicht erreicht. Ich kann das aber trotzdem jetzt mal kontrastreicher lassen und einfach hier oben beginnen und direkt an der Unterkante enden. So. Ich habe das Ganze jetzt also umgekehrt. Sie können das mal in der Protokollpalette vergleichen. Wir haben jetzt hier die Befehle, Verlauf, Verlauf, Verlauf. Da habe ich also mehrere Verläufe gemacht. Aber hier Auswahl laden, also da, wo es sozusagen, wo ich die Auswahl nochmal geladen habe, um das Ganze anders zu machen. Jetzt können Sie sozusagen diese Variante vergleichen mit der hier. Und können sich überlegen, was Sie davon jetzt besser finden. Okay? Also, man kann sozusagen die Maske benutzen, das haben wir schon gesehen. Man kann die Maske auch partiell benutzen. Das heißt, man kann mit dem Auswahlwerkzeug, mit welchem auch immer, in diesem Fall haben wir das Polygonlasso genommen, eine Auswahl zeichnen, können dann innerhalb dieser Auswahl weiß haben und außerhalb der Auswahl schwarz. Man kann die Auswahl entsprechend umstülpen, umkehren, Steuerung Shift-I, um das dann hinzukriegen. Und man kann dann innerhalb der weißen Auswahlbereiche, also da, wo der Effekt sichtbar ist,
kann man dann mit Verläufen arbeiten, indem man die Auswahl lädt, die man vielleicht vorher gespeichert hat, und kann dann innerhalb von Auswahlen Verläufe zeichnen. Das ist so, sagen wir mal, das Standard, die Standardvorgehensweise bei den meisten Bildkorrekturen eines in einem Rendering, wo es also darum geht, Helligkeitsverläufe und Farbigkeitsverläufe und andere Verläufe auf Objektflächen zu erzeugen. Also das würde ich sozusagen immer als Standardverfahren sehen. Insofern ist es auch genau gut, dass Sie das jetzt hier mal gesehen haben. Und mit diesen Tricks kann man also ganz gut arbeiten. Ich kann jetzt nochmal die Farbtonsättigung ein bisschen reduzieren. Das ist ja doch ein bisschen viel. So. Weil die Auswahl auch so schlecht ist, also so ungenau, sieht es halt auch so blöd aus. Ich habe jetzt hier diese ganzen Gitterträger da gar nicht beachtet dabei und so weiter. Gut, das war Masken 2. Jetzt da habe ich noch ein bisschen Zeit und will Sie noch auf ein paar Sachen hinweisen. Also wir haben gerade gesehen, dass man eine Auswahl benutzen kann, um sie mit weißer Farbe zu füllen oder schwarzer Farbe, und kann auf diese Weise sozusagen seine Maske kompositorisch aufbauen. Man kann die Maske ganz generell mit einem Verlauf belegen, man kann die Maske pinseltechnisch bearbeiten und so weiter. Wir haben also sozusagen alle Malmöglichkeiten, die wir auch in einem richtigen Bild hätten, haben wir auch in den Masken, wobei wir uns immer klar sein müssen, dass es da nur um die Wirkung von Schwarz-Weiß und den Grauwerten dazwischen geht, nicht um Farbwerte. Wir haben eine Auswahl eben mal gespeichert und da haben wir gesehen, dass das Kanäle heißt oder ein Kanal heißt, und das will ich Ihnen noch ganz kurz erläutern an dieser Stelle, weil das wichtig ist und dazugehört. Die Kanäle-Palette zeigt die Farbkanäle des Bildes an und gespeicherte Auswahlen. Dazu will ich ganz kurz was sagen, weil wenn man das nicht verstanden hat, dann wird es schwierig. Also die Farbkanäle sind sozusagen die Bildinformationen, die Sie hier sehen im Bild, ist in diesen Farbkanälen abgelegt. Ja, wir haben hier also, die Farbkanäle sind Graustufenbilder und stellen die Verteilung der Farbe Blau im Bild dar. Ja, man kann das also so sehen, dass da, wo es weiß ist, ist Blau maximal, da, wo es schwarz ist, gibt es überhaupt kein Blau. Und diese einzelnen Farbkanäle erzeugen zusammen das farbige Bild. Das heißt, diese Farbkanäle sind für Sie absolut tabu. Sie dürfen in diesen Farbkanälen nicht irgendwas nicht herumfummeln, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, sondern die Farbkanäle sind sozusagen heilig, die dürfen Sie nicht anfassen. Der RGB-Kanal ist kein eigentlicher Kanal, das ist eine Zusammenfassung der drei Farbkanäle. Warum die jetzt Graustufen sind und warum das trotzdem dann hinter ein Farbbild ist, ist jetzt erstmal vollkommen egal. Diese Dinger sind tabu. Aber alles andere, was als Auswahl gespeichert worden ist, wie zum Beispiel dieser Himmel, wird hier auch abgelegt als Kanal. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend. Das ist sozusagen die Schublade oder das Fach, in dem Photoshop gespeicherte Auswahlen und Masken ablegt. Masken allerdings nur temporär, wenn ich sie sozusagen hier gerade bearbeiten möchte. Da ist sie. Normalerweise, na, vielleicht werden sie auch immer angezeigt, das weiß ich jetzt noch nicht mal. Aber wie gesagt, Auswahlen werden sozusagen, gespeicherte Auswahlen werden in Form eines Graustufenbildes in der Kanälepalette abgelegt. Die dürfen Sie natürlich bearbeiten, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Die liegen einfach sozusagen auch in dieser Kanälepalette neben diesen ultra wichtigen Farbkanälen. Die werden auch nicht eingeblendet normalerweise, weil dann würde es so aussehen. Das wollen wir gar nicht, sondern es geht nur darum, dass Sie wissen, dass sie da abgelegt sind. Das sage ich Ihnen deswegen, Entschuldigung, das sage ich Ihnen deswegen, weil ich hatte ja schon gesagt, dass Cinema 4D und auch V-Ray, der Renderer, also die Render-Engines von Cinema 4D, auch in der Lage sind, Masken zu berechnen für einzelne Objekte zum Beispiel. Und die würden dann auch hier abgelegt. Das heißt, die würden eine Photoshop-Datei bekommen bei richtig eingestellten Rendering, wo hier ganz viele Schwarz-Weiß-Bildchen rumliegen, die dann als Masken dienen können, als Maskierung dienen können für Bildkorrekturen, die Sie dann vornehmen wollen. Das ist natürlich unglaublich komfortabel, vor allen Dingen, weil es keine zusätzliche Renderzeit im Renderer bedeutet. Und die würden Sie dann immer in dieser Kanäle-Palette finden. Ich zeige Ihnen mal, wie das grundsätzlich funktioniert. Ja, also Sie haben natürlich haben wir eben den Auswahl-Laden-Befehl benutzt. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Man kann aber auch direkt in der Kanäle-Palette mit gedrückter Steuerungstaste auf eine dieser kleinen Miniaturen draufklicken. Steuerung oder Command beim Apple. Und dann hat man diese Auswahl auch. Ja, man kann die also ruckzuck sozusagen auf diese Weise ins Bild reinladen. Man braucht den Kanal nicht zu aktivieren, man braucht ihn nicht einzublenden, nichts, sondern sie bleiben sozusagen schön in ihren RGB-Kanälen, können aber hier mit gedrückter Steuerung oder Command-Taste draufklicken und sich diese Auswahl laden.
Diesen Zusammenhang zwischen Kanälen, Masken und Auswahlen, den muss man einfach irgendwie auf dem Schirm haben. Und dann kann man auch ganz gut arbeiten. Okidok, das war es jetzt erstmal zum Thema Masken 2. Und ich glaube, wir haben jetzt das Maskenthema recht gründlich behandelt und Sie können jetzt auf diese Weise auch ganz gut vorgehen. Masken sind Ausblendungen für Ebenen, nicht nur für diese Einstellungsebenen, sondern auch für Bildebenen. Da kommen wir dann gleich im dritten Teil dazu. Bis dann, tschüss.